Stutzen an, Trainingsjacke drüber und raus auf den Platz. Aber nicht auf irgendeinen Rasen in Berlin. 25 fußballverrückte Jugendliche erlebten ein exklusives Wochenende im DB-Fußballcamp bei Hertha BSC. Hertha haut nah und das 3 Tage lang. Bisher war alles super, also die Stadionführung fand ich ziemlich gut, weil in den Innenraum kommt man ja sonst nicht. Und dass wir dann auch da mit Peter Niemeyer reden konnten, war auch gut. Am Freitag der Besuch beim Hertha-Spiel gegen Ingolstadt, am Samstag dann Training auf dem Hertha-Gelände. Hertha haut nah eben, ob auf dem Trainingsplatz, beim Mittagessen, der Führung durch die Jugendakademie oder der Taktikschulung. André Henning vermittelte den Kids auch die pädagogischen Werte des Vereins. Für uns ist es als Hertha BSC sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir nicht nur auf die fußballerische Ausbildung im Blick haben, sondern auch die Persönlichkeitsbildung. Und wir fördern auch die duale Ausbildung, und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich in der Realität und in der Praxis. Es muss übrigens nicht immer Hertha hautnah sein. DB-Fußballcamps gibt es auch in Frankfurt, Gladbach und Hoffenheim. Informationen gibt es im Netz unter draufabfahren.de.